Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Heute geht's ins Finale in das Pilzpalast. Wir sind durch 5 Welten geschritten, haben 5 Endbosse besiegt, beziehungsweise 5 Bürobedarfsartikel und 4 Pergamenton, Feuer, Eis, Wasser, Erde, denke ich. Und wir sind nun hier angelangt, wo wir eigentlich von Anfang an hin wollten. Ja. Werden wir Prinzessin Peach retten? Ich weiß es nicht. Werden wir King Olli besiegen? Ich habe keinen Schimmer. Aber was ich weiß ist, dass wir zumindest durch die Tür kommen. Und da gehen wir jetzt durch. Was habe ich gerade gesagt? Ah, schöne Blätter. Fehlt gerade noch. Was denn? Ist der Werk geschlossen? Brauchen wir einen Schlüssel zum Pilzpalast? Warum klingt das so bekannt? Oh, wir haben so viele andere Schlüssel gefunden. Warum nicht diesen? Mario! Ich weiß, es war halt auf Ansage, ne? Es war halt komplett auf Ansage. Das halt auf ist. Luigi! Du kommst genau recht, Luigi. Wir freuen uns ja so, dich zu sehen. Halt dich fest, Bruderherz. Der Schlüssel. Der, den ich die ganze Zeit suchte. Rate mal was. Den habe ich immer noch nicht. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn einfach nicht finden. Tut mir wirklich leid. Aber irgendwo muss er doch sein, oder? Warte, Kindergarten. Keine Gedanken, Luigi. Du hast dein Bestes gegeben und das ist oft das Einzige, was zählt. Dieser Hund. Dieser Hund. Tut mir leid, Bruder. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Bruder. Wow, der einzig echte Pilzpalast-Schlüssel. Ist es denn zu fassen? Ist es denn zu fassen? Aha, kein Wunder, dass dein Karzel lahm ist. Wie lange hattest du das Ding da im Auspuff? Er war die ganze Zeit da drin? Meine ganze Sucherei war umsonst? Naja, du hast aber alle anderen Schlüssel gefunden, immer wenn wir sie gerade gebraucht haben. Das hat uns ganz schön oft weitergeholfen. Jetzt hast du uns die richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit gebracht. Toll, Luigi. Wirklich? Boah, das ist ja... ich meine, keine große Sache, Bruderherz. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Wenn nur Glück war. Wenn es nur Glück war, ist es ja wirklich keine große Sache. Los, jetzt ab in den Pilzpalast. Ja. So. Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, The Origami King. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir schaffen es durch diese Tür. Safe. Mit dem Pilzpalast-Schlüssel. Beim letzten Mal war es nicht so sehr. Hat uns Peach eigentlich nicht schon wieder. Ja, genau, nicht schon wieder. Nur diesmal mit Bowser an unserer Seite. Wie lange soll ich noch so bleiben? Ach komm, Bowser, heul nicht rum. Ich hoffe mal, Peach sperrt uns nicht wieder aus. Oder lässt uns wieder irgendwo runterfallen. Oh, die ist schon gruselig. Endlich bist du hier, Mario. Bin ja so froh. So froh. Prinzessin, ich komme. Luigi, hast du nichts gelernt? Wobei, war nicht dabei. Folgt mir. Okay. Dürfen wir erkunden? Geht ihr auf wie? Wahrscheinlich ist auf der Seite noch nicht mal irgendwas. Wieder mal nur das Nötigste gebaut. Ist das eine Anspielung an Super Mario 64, weil hinter der Tür normalerweise da auch nichts ist? Wenn man die Kamera dahinter klippt. Könnte natürlich sein, ne? Oder eine Anspielung an Super Mario Odyssey. Da war ja auch das... Oh, hier fehlt ein Stück Wand. Das stimmt, das ist das Ende, was unten gelandet ist. Was unten geblieben ist. Wir setzen... Ja, entspann erstmal. Was soll das denn? Was für frisch polierten Pixel-Panzer ist der, mit der schon Burgmauer passiert? Muss wohl daherkommen, dass wir die Luftschlange entsorgt haben. Was ist denn das für ein komisches geformtes Ding? Mir ist fast so, als hätte ich sowas schon mal an der Stelle gesehen, wo früher der Pilzplatz stand. Das Ding ist... das Teil steht halt da, das, ja, hier hinter war doch Luigi gefangen.
Kann er nicht raus? Schade. Schönes Bild von Toad. Schick. Beinahe gruselig schick. Gut, dann folgen wir mal der Prinzessin. Ich hoffe, wir werden hier nicht runterfallen. Sehr schön. Gut, ich hoffe, sie führt uns nicht in eine Falle. Ich denke mal, wir werden jetzt hier King Olli beseitigen. Nur euch wurde die Ehre einer persönlichen Einladung von König Olli zuteil. Kommt und werdet Zeugen eines einzigartigen Moments. Wow. Ein Origami-Schloss. Ich kann es kaum glauben. Er hat den Pilzplatz zu seinem ganz persönlichen Origami-Schloss zusammengefaltet. Jedenfalls scheint mein Bruder es ernst zu meinen mit seinem Plan, alles in Origami zu verwandeln. Ha, das ist ja jetzt schon eben. Dann ist es jetzt eben gefaltet. Und? Es ist immer noch der Pilzpalast. Dein Bruder und Prinzessin Peach sind nach wie vor noch da drin. Und wo holen wir die jetzt raus? An sich ist mir natürlich Wurst, ne? Wie wir die da rausholen. Ich möchte halt nur die erledigen. Ja, wir sind voll. Dann safen wir einmal und wir gehen von unten ins Schloss rein. Das war das, was Peach mir zeigen musste. Das war ja spektakulär. War eine coole Cutscene. Nu? Ach, da war... Ich habe einfach auf den Boden geschlagen. Ich dachte, irgendwas muss ja passieren. So, Faltarme. Und. Sie! Na komm! Sehr schön. Oh nein. Oh doch. Oh, Bowser kämpft mit. Ist ja easy, ne? Ist ja easy, komm. Das ist ein Kaller Eisenstiefel, oder? Nee, Kaller Stiefel sollte reichen. Eisenstiefel sind ja nur für Stachelgegner da. Machen jetzt eigentlich nicht viel mehr Schaden als die normalen. Sehr gut. Und normal das Ganze. Und wie ich es schon öfter angemerkt habe, ist die Musik aus dem Spiel wirklich sehr gut. Finde ich wirklich sehr gut. Gut, zischt ab. Ich habe zu tun. Ich muss die Prinzessin retten. Und das ganze Land. Mario, hier ist hier Allerweltkönig Olli. Da ist er doch schon. Ich gab euch den Befehl, Mario und seine Freunde aufzuhalten. Und das habt ihr nicht geschafft. Ihr elenden Feiglinge. Weg mit euch. Irgendwelche Rente gegangen. Recycelt nicht. Sehr gut. Nun denn, willkommen in Castell Knick, Mario. Jetzt warte mal, Bruder. Den Pilzpalast und dieses Origami-Schloss zu falten geht zu weit. Es ist einfach unverzeihlich. Wenn du etwas tust, das noch schlimmer ist, dann... Ach, Olivia, Schwester, böse ist du nur meine Gelehrsamkeit, würdest du nur meine Vision von einem Origami-Königreich teilen. Eins kann ich dir versichern, den gesamten Pilzpalast zu Origami zu falten, ist nur der Anfang. Mario, in meiner grenzenlosen Weisheit habe ich diesen Palast nach meinem Willen umgefaltet. Ich hoffe sehr, dass er dir gefällt. Nein, eigentlich nicht so. Sieht sehr rätsellastig aus. Ich hasse Rätsel. Hallo, Sumo Bruno. Das war klar. Es ist so klar. Das war auch klar. Nein! Ich wurde gerade gefressen. 100!
Kann man machen? Wie komme ich denn jetzt zu ihm hin? Gerade wenn er wegguckt, ne? Drei Züge habe ich. So. Und wieder zurück. Yes! So geht das. Sollte mir normale Eisenstiefel, sollte mir Glitzereisenstiefel ausrüsten. Saghafte Stiefel, ja. Die Musik ist auch gut. Man hört ein bisschen Chor, ne? Ein bisschen Chorgesänge im Hintergrund. Ach, das sind Stacheln. Ah, ist echt. Ja, okay. Ich sag das eben gerade noch, ne? Ich sag das eben noch. Also ich habe es wahrscheinlich. Ich habe es gesagt, dass der Stachelkopf auf Kopf hat. Ganz vergessen. Ich habe wahrscheinlich. Ich habe es auf jeden Fall gedacht. Ah, ob das mit einem Stachel hinhaut, ich weiß es nicht. Yo, Bowser, danke. Cool gemacht. Und einmal Einfallkreis. Einmal aktivieren. So, dann müssen wir wahrscheinlich die Treppe oben runterziehen. Ja, ja. Oh. Kennt ihr die Dinger da unten? Das sind diese Dinger, die man in der Schule damals gemacht hat. So mit Wahrheit und Gedöns und man konnte irgendwie was voraussagen oder so. Zukunft. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Irgendwie so war das ja. So, wir können uns den letzten normalen Pilz. Sollte fürs Erste ausreichen. So, was erwartet uns hier? Denken wir nicht, dass wir es runterschlagen können, oder? Doch, können wir. Komm, dreh dich um. Hey, dreh dich um. 1, 2 und 3 macht er, ne? Ja. Yep. Ja, komm, weg hier. Ich will nichts mit dir zu schaffen haben. Kämpfe sind mir zuwider. Die dauern mir jetzt lange und es bringt halt auch nichts. Es verschwendet halt nur die Items, die ich habe. Und Faltarm aktivieren. Das? Ja. Und. Ja. Sehr gut. Also an sich ist das ein cooles Schloss. Cooles Schloss. Bin ich ehrlich. Wahrscheinlich müssen wir uns ganz nach oben durchkämpfen, ne? Hier kriegen wir auf jeden Fall einen Safe-Block. Füllt uns wieder auf? Der füllt uns natürlich nicht wieder auf. So ein Schweinehund. So, aber jetzt. Einmal aufgefrischt und gegengesprungen. So gehört das. Wonderpilz ist an meiner Seite. Sehr schön. Und rein. Sind wir schon da? Ich weiß es nicht. Es sieht sehr danach aus, als ob wir schon da sind. Oder auch nicht? Guck mal, das ist Olivia da rechts. Na, wie gefällt euch Kastellknick so weit? Findet ihr euren Aufenthalt zu langweilig? Euch kann geholfen werden, denn ich werde umgehend Abhilfe schaffen. Danke. Wie wär's, wenn du den Weg noch weiter hinauszögerst? Mein lieber König Olli. Die Dinger sehen auch sehr lustig aus. Abenteuerlich. So, na gut, dann gehen wir halt einfach. Ich meine, was soll uns schon aufhalten? Die Dinger hier? Ernsthaft? Was denkst du denn? Ah, Boomerang. Könnte ich den mal schlagen? Nee. Ja. Hüpfen ist da. Sehr gut. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr... Au! Sehr eindrucksvoll aus, wie es da unter uns aussieht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ist ja gut. Komm. Schildern Boomerang. So. Tschüss. Bowser. Arrivederci. Ist auch so ein Wort, ne? Hallo. Erstmal machen wir hier die Abkürzung frei. Pop. Und Schlag, Schlag. Schlag. Yeah. Wir nehmen natürlich den leichteren Weg. Komm. Lass diesen Bruder da mal in Ruhe.
Na, was heißt leichter Weg? Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Au! Sag mal! Soll ich besiegen? Rums. Dann hauen wir ihn einfach eine runter. Manchmal sind die Kämpfe nervig, das sage ich euch. War ja so klar, dass wir den besiegen müssen, damit wir sowas, sonst kommen wir ja nicht weiter. Gut, gut. Ich hau mir aber trotz, dass ich einen Punkt verloren habe, lieber im Pilz rein. Weil man weiß ja nie, ne? Weil weiß ja halt die nie. Ist so gut. Tada! Das ist schon gut gemacht, ne? Muss man schon sagen. Gut. Sind wir bald da? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich denke mal, jetzt können wir eine Abkürzung schaffen, oder? Ja. Und einmal wieder zurücklegen. Sanft. Sanft zurücklegen. Weißt du, ich habe jetzt immer befürchtet, dass man hier einfach durchlaufen könnte, aber hier wird einem gesagt, nee, tu's nicht. Sehr gut. Die ganze Zeit ging es gut und jetzt nein. Da sagt das Spiel, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es einfach. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine kaputte Röhre. Ist die kaputt oder tut die nur so? Die tut nur so. Sieht aus wie so ein Briefumschlag. Ist das ein Briefumschlag? Was ist das hier? Natürlich. Ein Paket. Ey! Ich habe jetzt nicht gemerkt, welcher das ist. Was? Halt einer gerade den Fallkreis geklaut? Oh, ist das belastend. Ich hoffe, ich finde ihn auf Anhieb. Wenn nicht, schneide ich euch das zusammen. Wo bin ich? Warum? Oh, ist das eklig. Boah, ist das widerlich. Dieser Hund. Bist du derjenige? Nein. Weg hier. Boah, das war auch wieder knapp. Du aber. Ist das euer Ernst? Ah. Oh Gott, na. Da war eine Wand zwischen. Natürlich der Letzte, ne? Oh, Bowser, tut mir ja leid, ne? Aber ich glaube, du musst da bleiben. Tut mir furchtbar leid. Oh mein Gott, tut mir das leid. Jetzt bist du doch wieder da. Und greifen. Na komm. Zieh, Mario, zieh. Ist das ein Gebäude? Oh, mein Auge juckt gerade. Oh, unfassbar. Na, gehen wir mal rein. Oh, wir kriegen sogar noch eine Papierflugstaffel. Sehr gut. Dich Eckenkind ignorieren wir jetzt mal. Ist mir egal. Kannst mich mal. Oh nö, ey. Och nö. Also manchmal halt, die gehen auch ein bisschen einfach zu viel aus. Manchmal bin ich auch total verwirrt im Kopf, was da jetzt Phase ist. Weil es halt doch schon teilweise verwirrend aufgebaut ist, wie das jetzt soll. Keine Ahnung. Verstehe ich manchmal nicht. Ich blick da manches mal nicht durch. Bin ich ehrlich, aber Kämpfe sind halt die Kämpfe sind halt nicht so gut gemacht, wie ich finde. So? Ah, okay, und das wird weiter geradeaus gemacht. Sehr schön. Und da haben wir ja gleich das Ziel erreicht, denke ich mal. Was ist euer Scheiß Ernst, Alter? Ist das euer
komm doch. Alter, ist das deren Ernst jetzt? Den lasse ich jetzt da. Der ist mir doch egal. Alter. Was denkt ihr, wer ihr seid? Was haben wir denn hier? Das ist eine riesen Olivia-Figur. Figürchen. Oh. Darf ich jetzt suchen oder was? Ey, cool. Glutkrater Pappmachos. Ja. Das ist natürlich interessant. Wo könnte der letzte denn sein? Hier kommen wir links ja nicht hoch. Das hier sieht dann aus, ja. Gut, gut, gut. Dann machen wir hier mal sauber, ne? Ich weiß noch nicht, was ich antatschen soll, aber... Oh, hier. Und Bamski. Ja. Welcher fügt denn? Oh Gott, ich hasse so eine Rätsel, Alter. Welcher macht jetzt den unteren linken raus? Ja, sehr schön. Gott, das kann ja, als ob ich sowas wissen kann. Rums. Komm. Also euer Ernst, ey? Ey, ist hier irgendwas hinter? Ach, da wäre man auch so hingekommen. Okay, ich verstehe schon. Du denn? Pappmacho-Käfer. Hast mir die ganzen Gesichter, ne? Wahrscheinlich. Und noch ein Pilz. Dummer, böser Olli. sind wir bald da? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Dürfen wir was safen. Machen wir heute mal einen XXL-Partner. Wenn jetzt der Bosskampf, wenn jetzt der Endfight kommt, dann ist das ein XXL-Part, wenn ich Pech gehabt. Machen wir einfach. Lass mich raten, ihr lässt mich nicht geradeaus, einfach so? Mario, schnappt ihn euch! Oh, shit! Ich hätte mir doch jemand vorher sagen sollen. Ja, genau. Ja! Hört das doch mal auf! Nee. Okay, Mario, jetzt war's. Ob sie verkrümmeln, scheint keine Option zu sein. Das nützt alles nichts. Auf in den Kampf. Er hat sie gesagt. Oh, please. 1080. Meine Güte. Oh. Woher soll man wissen, dass man das Ding benutzen kann, um dich umzubringen? Das kann mir doch keiner sagen. Ey, da dauert die Kämpfe auch so lange gefühlt immer. Oh. So, als ob die einer mit quälen wollen. So. Jetzt aber rein da. Ich hätte mich vorher heilen sollen, ich Idiot. Ah, das kann ich jetzt noch machen. So. Kastellknick. Okay. Hallo? Was geht ab? Du gibst einfach nicht auf, Olivia. Dir muss man wirklich was an jenen ungefalteten Gestalt liegen. Erbärmlich. Aber das ist auch nicht mehr weiter wichtig. Meine Vision, ein perfektes Origami-Königreich, ist fast erfüllt. Was? Du willst noch immer deinen bösen Plan durchsetzen?
Warum hörst du nicht endlich auf? Wie kannst du das wagen, an mir zu zweifeln? Ohne mich gäbe es nicht, dich doch nicht einmal. Ach, ich bin es leid, dich erklären zu müssen. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Oh Gott, der Tucker. Die bissige Bedrohung, Tucker. Ey, das ist doch das Ding. Dieses Ding hat mich, naja, so zugerichtet, wie ich jetzt bin. Mario, du musst diesen Kampf gewinnen, kapiert? Fuß für mich, dein besten Freund. Fass. Fass. Okay, kommst aber ganz zum Schluss mal. Jetzt heute mein XXL-Part. Meine Güte, das finale Part wird es nicht sein. König Olli möchte ich gerne separat machen, aber... Ja, heute mein XXL-Part. Kann man machen, ne? Kann man mal machen. Habe ich Bock drauf? Eigentlich gar nicht. Ich hätte vor dem Part beenden sollen. Oh nein, der hat noch Munition. Wie es bellt, wie es schnappt, wie es pieksig seine Klammern sind. Eigentlich müsste ich mich so langsam daran gewöhnt haben, gegen Bürobedarf zu kämpfen, aber das Teil sieht super bissig aus. Hey, warte mal, diese Ungetüm muss der Grund sein, warum sich unsere Freundin hier entfalten lassen. Es hat sie geklammert. Diese Bestie war ein Wachhund, mag Teil der Bürobedarfsbrigade sein. Wir werden ihnen schon zeigen, wie man Origassi geht. Richtig, Olivia, Origassi. So, mal gucken, wie das funktioniert. Leg die Falle zurecht, ja. Da tue ich. Erstmal legen wir so zurecht, dass wir aufs Dings. Dann laufen wir da runter, dann nehmen wir hier das mit. Halt. Und das mit. Und wir nehmen einen Schlag mit. Ja. So, was steht da drin? Achte darauf, wie viele Klammern in seinem Maul stecken. Wenn er noch nachladen muss, ist das. Wenn er nachladen muss, ist das deine Chance. Jetzt ist die Frage, womit? Ne? Mit der Hand, mit den Dings. Okay, ein Schalter und mal zwei. Sehr gut. Aber wir hauen jetzt erstmal mit dem Sagenhaften Hammer rauf. Ja, hiermit. Und nochmal, hoffentlich. Rums, 17 ist nicht unbedingt. 16 ist auch nicht unbedingt viel. Au, 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 au. Au, 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 au. Ich häng fest. Hallo? Festklammer, bewegungsunfähig. Bin festgetackert. Aber wie lange? Ah, das tut weh. Aber wir bereiten wieder. So, das ist ein Ausweichen. Das ist halt ein Problem. Ich sehe auch nicht, wie viel Tacker er hat. Das ist halt, also das ist jetzt ein Problem, wisst ihr? Die greifen wir von hinten. Können wir irgendwas noch auf den Weg legen? Komm, wir nehmen mal zwei. Machen wir doppelten Schaden, wenn das dann trifft. So. Mal zwei. Und probieren wir aus, ob das Sinn hat. Wenn wir ihn von hinten falten, greifen. Ob das überhaupt geht. Ja? Schlag, schlag, schlag! Und die Frage wäre, ob das von vorne mehr... Oh. Mehr Sinn macht. Wie viele will er denn hier reinpumpen? Oh Gott! Er muss nachladen. Oh, wait. Halt, halt, halt. Nee. Gib mir einen Tipp, Olivia. Seine Klammern sind alle sein. Sein Mund steht weit offen. Sein Mund steht weit offen. Das könnte die Gelegenheit sein. Wollen wir reinboxen oder wie? Probieren wir es aus. Das Ding ist. Nee. Wir haben keinen Einschalter. Gehen wir. Ein Zug. Boxen wir rein. Ich habe keinen Einschalter, das ist das Problem. Ich kann nichts einschalten, also die Hände sind sinnlos. Aber da ist wieder ein neuer, okay. Und mal zweier. So, dann boxen wir mal alles, was wir können. So, sagenhafter Hammer. Bitte treff richtig saftig.
34 ist nicht sonderlich viel. Da kommen die nächsten. Oh, jemand, die Klammern sind total rot geworden. Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm. Die sehen viel gefährlicher aus, die normalen Klammern. Das kann nichts Gutes heißen. Das heißt auch nichts Gutes. Vor allem... Gib mal einen Tipp. Was hätte ich denn machen sollen? Wir heilen uns jetzt von hinten gleich. Wir setzen gleich einen Pilz ein. Aus der Nähe tackert er dich mit zwei Klammern fest. Aus größerer Entfernung schießt er mit 8. Okay, das muss er auch natürlich erstmal wissen. Dass er mit 8 dann schießt. Ich hätte ja gerne so einen Stern oder so, ne? Mit Feuerblume traue ich mich nicht. Deswegen hauen wir mit Hammer rauf. Spitze. Ja, super. Hat ja geklappt. Ich wollte mich heilen, ich Idiot. Sehr gut, da kriegen wir eine Heilung. Ach, schon wieder. Halt. Ich wollte genau das Herzding. Und dann greifen und finden. Ja. Mal 2. Das Herzchen voll. Schick. Noch ein Herzchen. Und dann Faltarme. Ich denke mal, das ist gewollt, oder? Komm, komm. Könnt ruhig mehr Damage machen, bin ich ehrlich. Aua. Er hat alle. Finde ich gut. Nee, doch nicht. Er hat noch einige. Einige sind noch drinne. Leg dir die Pfeile zurecht. Nee, doch nicht. Das ist das Gestell. Ah. Einschalter haben wir leider nirgends. Das ist das Problem. Was soll ich machen? Nimm die Ruhe mit. Und hauen wir rauf? Ich denke, ja. Ja, nehme ich all seine Klammer ab, damit er nachladen muss. Ja, aber das ist die Sache, Steve. Was muss ich denn machen, wenn er nachlädt? Jetzt kriegen wir erst ein Schild. Nehmen wir den Stiefel mal. Dann wird er ja wohl schlechter zuklappen, oder? Doch, das macht gut Schaden. Stiefel sind gut. In sein Innerstes reinspringen. Locken! Sind die auch noch golden? Was? Hier sind die Klammer auf einmal aus purem Gold. Was für eine Verschwendung. Wenn die so viel Schaden machen, wie sie gekostet haben, dann haben wir ein Problem. Was sollen wir nur tun? Weiß jetzt nicht. Weiß nicht, was wir uns heilen sollten. Mal 2. Schatztruhe. Und... Pilz einsetzen. Pilz einsetzen, Miku. Pilz einsetzen. Item, Color Pilz. Gönn dir. Gut. 200. Abheften. Ich check mal viel zu früh.
Au, 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 au. Ja, es tut weh. 45, der Dude, Alter. Ist das sein Ernst, Alter? Ist das sein scheiß Ernst? Plus 1. Truhe? Halt. Machen wir das so. Und nicht plus 1. Und dann mit der Hand drauf, ne? So, so. Ich weiß, ich sollte das mit der Hand wahrscheinlich einsetzen, wenn er keine Klammer mehr hat, wahrscheinlich, ne? Was soll ich machen? Wir versuchen einfach unser Bestes. Das, was wir gerade können. Macht ja auch Schaden. Sofern er sich nicht heilt. Ich hoffe einfach, dass er sich nicht heilt. Boah, ist auch nicht so geil, ne? Ist auch nicht so gut. Chill deine Base mal, Alter. Er ist leer. Das ist gut für uns. Oh Gott. Ja, er muss nachladen jetzt auf jeden Fall. So, hier. Mal 2. Was mache ich da? Oh nein, er denkt, Engel, Engel. Oh nein, das läuft ihm wieder irgendwo gegen. Oh, das ist so dumm. Man sieht nicht, wie viele Züge man hat, wenn man nicht drauf achtet. Ich dachte, ich hätte doch alle 3. Ja, komm, lad nach. Das ist halt auch dämlich, ey. Jetzt habe ich keinen Einschalter dabei. Ich muss sie erst öffnen. Ja, komm. Dann muss ich erst aus der Ruhe holen. Jetzt bewahren wir uns den Einschalter aber gleich auf. Den bewahren wir uns jetzt auf, wenn er leer ist. Ja, ich springe einfach mal, komm. Und nochmal. Sag doch, bringt nichts mehr. Ne, bringt nichts mehr. Ich hab doch gedrückt, Alter. Was ist los mit dir, Spiel? Abheften. Ja, wie soll man das denn abwehren, ey? Komm. Ja. Eigentlich muss ich was einsetzen. Warte mal. Ich muss die Einschalter auf jeden Fall einsetzen. Dann laufen wir runter weiter. Da ist noch ein Herz. Und dann. Ich will nicht von hinten angreifen. Das ist halt das Problem. Ich warte jetzt, bis er leer ist. Dann greife ich an. Indem ich ihn packe. Sofern er jetzt alle Items verstellt. Deswegen setze ich jetzt ein Glitzer-Item ein. Oder Colorpilz natürlich. Einmal jetzt nochmal voll healen. Und dann. Au, 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 au. Jetzt haut er alle Klammern in mir rein. Und ich hoffe mal, jetzt schießt er doch ein paar welche. Ja. Ein paar sind gut. Und ich denke, jetzt können wir ihn greifen. Und das müsste mega Schaden machen. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach, dass es jetzt so viel Schaden macht, dass er sich nie wieder davon erholen wird. Was denke ich eigentlich direkt vor unseren Füßen? Das gefällt mir nicht. So.
Nicht gut, nicht gut. Nee, das darf ich nicht machen. Gib mir mehr Zeit, komm. Ich hasse diese Zeit oben. Diese Uhr ist einfach das Unnötigste überhaupt im ganzen Spiel. Lass mich in Ruhe. So. Laufen wir hier runter. Mal rum, dann da runter. Oh, ist das belastend. Wir können auch nur nach links laufen. Ein Zug nur. Ich komme, ich riskiere es jetzt einfach. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich komme nicht hinter ihm. Er ist auf jeden Fall erschöpft. Ich kann ihn überhaupt greifen von hier aus. Ach komm, please. Ah, knack. Das tut weh. Mario, brutal, ey. 6000 dafür. Hui. Ah. Hey, da ist irgendwas weggeflogen. Ich fühle mich gleich viel weniger verklemmt. Oh, das ist vielleicht die Chance, Bowser endlich zu entfalten. Machen wir. Hauen wir rauf. Dafür sind wir hier. Bowser, ey. Boah, ich bin wieder der Alte und wir reden nie davon, klar. Hui, so siehst du also in Wirklichkeit aus, Bowser. Du bist ja richtig groß und stark. Und etwas Angst kriegt man von dir auch. Hahaha, fast kleine Flatterdame. Jetzt schauen wir mal, was deine Nervensäge von Bruder zu meiner widerlagten Form sagt. Außerdem würde ich auch gerne Prinzessin Peach zeigen, dass ich wieder mein charmantes Selbst bin. Leute, ich würde sagen, hier machen wir den Schlussdreh. Im nächsten Part werden wir uns im Finale stellen. Wir haben Bowser jetzt an unserer Seite. Diese dämliche Echse. Der Part geht lang genug. Ich werde ein bisschen was rausschnibbeln, damit er ein bisschen kürzer ist. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.